Willkommen zum Best-of der siebten Sendung LHW, der Countdown zur Saison 2018-2019. Skispringen to go mit Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Lars-Henrik Wacker am Mikro, der mal wieder ganz genau hingeschaut hat. Na, das kann ja was werden. Hallo und herzlich willkommen zu LHW, der Countdown zur Saison 2018-2019. Ja, endlich ist es soweit. Die Wartezeit hat ein Ende, denn an diesem Wochenende beginnt der neue Skisprungwinter im polnischen Wisla. Und wir alle sind gespannt, wer die Überflieger der nächsten Monate sein werden. Es wird sich auch zeigen, wer wie gut im Sommer die Grundlagen für einen erfolgreichen Winter gelegt hat. Damit möchte ich den einstündigen Countdown starten, mit den Top 5 Erkenntnissen des Sommers, in einer neuen Reihe Skifliegen. Und im Anschluss geht's weiter mit den besten Hits und einigen Top-DSV-Athleten. Nur hier bei LHW. LHW präsentiert die Top 5 der Skisprung-Erkenntnisse des Sommers 2018. Platz 5. Das Skimaterial. Ja, das gute alte Skimaterial. Jahr für Jahr wird getüftelt und getestet, bis der Arzt kommt. Es werden wirklich alle Register gezogen und ans äußerste Limit gegangen. Einfach unfassbar. Mein Helm hat eine andere Farbe. Ansonsten habe ich das gleiche Material an den Füßen am Körper und versuche einfach wieder ganz vorne mitzukämpfen. Wir haben keine großen Veränderungen. Deswegen ist bei mir alles gleich und ich versuche mich einfach auf das zu konzentrieren, worauf es ankommt. Und das ist sauber Skispringen und möglichst lange in der Luft bleiben. Gut, bei Andreas Wellinger vielleicht nicht alle. Aber wenn einer die Finger vom Material definitiv nicht lassen kann, dann ist es unser Freund aus der Schweiz, nämlich Simon, der kleine Bastelmeister Ammann. Kaum hat der 37-Jährige seinen neuen Carbon-Schuh fertig, kommt Simon Nimmersatt in diesem Sommer mit einem neuen Paar Skier von Zlatna um die Ecke. Würde mich echt nicht wundern, wenn der Simon nicht auch noch seine bevorzugte Käsesorte geändert hätte. Hey, ich lese hier sowas von einem Roger Cambert. Klingt irgendwie lecker. Eine Überraschung ist hingegen, dass er nun vor allem mit dem Assistenztrainer Roger Cambert trainiert und sich der deutsche Nationalcoach Ronny Hornschuh um die übrigen Weltcup-Springen kümmert. Unter Hornschuh ist Ammann die äußerst schwierige Umstellung der Landung geglückt, doch offenbar hat er nun das Gefühl, mit Hornschuh an Grenzen gestoßen zu sein. Okay, ich sollte in der Lausitz definitiv weniger Käse schnuppern oder einen Arzt aufsuchen. Weiter mit Platz 4. Platz 4, der LHW Comedy Faktor. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, doch irgendwie fangen alle Skispringer, die bei mir in der Comedy landen, ja plötzlich an zu gewinnen. Das ist kein Scherz. Denn schon die Jüngsten machen das vor. Kaum schmunzeln wir schon ein bisschen über das Erwachsenwerden von Querin Modrica und schon trumpft der junge Mann vom SC Hinterzarten groß auf. Getreu dem Motto, lacht nur über mich, ich gewinne dann mal im Deutschlandpokal. Gerade im September lief es ja richtig gut. Ich denke da zum Beispiel an seinen Sieg in Oberhof. Und ganz oben auf dem Treppchen fühlt sich der Schopfheimer Teenager doch sichtlich wohl. Aber was der Nachwuchs hinbekommt, das schafft auch ein DSV-Mann. In diesem Sommer wollte es nämlich kein geringer als Olympiasilbermedaillengewinner Karl Geiger wissen. Nein, der gute Kalle hatte nach Pyeongchang keine Lust auf eine Filmrolle und widmete sich voll und ganz dem Skispringen. Mit Erfolg. Gleich zwei Tagessiege konnte der Oberstdorfer im rumänischen Rasnov feiern. Und in der Endabrechnung des Sommer-Grand Prix belegte Geiger als stärkster Deutscher den zweiten Platz. Starke Leistung von meinem Altersgenossen, Jahrgang 1993. Aber einer wollte mir in diesem Sommer ganz besonders einen reindrücken, nämlich der Überflieger der Vorsaison, Kamil Stoch. Gut, ich habe ihn ja auch ein bisschen provoziert und seine größte Schwäche der vergangenen Jahre beleuchtet. Es ging um die Sommervorbereitung und diesbezüglich habe ich ihn ja auf die Wackersche Therapiebank in der Debütausgabe von Skifliegen gesetzt. Und es hat ja auch geholfen. Zu Beginn der Sommerserie hat er ja wieder wie im Winter gewonnen. Doch König Kamil hatte Erbarmen gehabt und danach einfach mal ein paar Springen ausgelassen. Wie wir mittlerweile auf Instagram gesehen haben, wollte sich der 31-Jährige etwas mehr seiner Schönheit widmen. Da wird dann auch mal auf dem Schanzenturm gemodelt. Und wer braucht dann schon so einen Gesamtsieg im Sommer? Den kann man doch jemand anderem überlassen. Zum Beispiel Evgeny Klimov aus Russland. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Platzierung. Platz 3, die Russen kommen. Ja, die Russen kommen. Aber keine Sorge, nicht die Mafia, sondern die Ruski-Skispringer. Denn unter dem neuen Chefverantwortlichen Evgeny Plekow scheint es wieder bergauf zu gehen.
Das gesamte Team präsentiert sich irgendwie verbessert. Vor allem Klimov hat mit dem Gesamtsieg im Sommer Grand Prix ordentlich aufgetrumpft. Doch die größte Sensation aus Russland heißt für mich immer noch Dmitri Vassiljev. Diese Sprünge. Und vor allem sind die Knie immer noch dran und müssen nicht separat bewertet werden. Echt krass. Und in Klingenthal beim COC setzte der 38-Jährige noch einen drauf und landete einen Tagessieg. Das war schon bärenstark. Doch wenn wir schon über die russischen Athleten sprechen, dann möchte ich über die geilste Aktion ever in diesem Sommer sprechen. Die russische Nationalmannschaft fährt ja in einem Kleintransporter zur Schanze. Vorne drauf sind ja die Gesichter der Top-Athleten wie Klimov, Vassiljev oder auch Skispringerin Irina Avakumova. Und wenn man genau hinsieht, dann kann man sogar auf dem Wagen nachlesen, von wem die Bilder denn kommen. Nämlich von unserer Bärbel Schulze aus Deutschland. Eine echt starke Geste. Das nenne ich länderübergreifende Freundschaft, wenn man auch hierbei an seine Freunde denkt. Und zwar egal, wie weit sie weg sind. Doch eins frage ich mich jetzt schon. Warum werde ich eigentlich nirgendwo verewigt? Ich hätte doch das Konterfei von Cedric Weigels Abi-Shirt ziehen können. Denn nicht jeder Rheinland-Pfälzer zieht in den Freistaat nach Sachsen, Sachsen, Sachsen. Oder ich frag mal Konsti Kuhl. Der macht ja demnächst auch Abitur. Konsti Schmid, Konsti Schmid, Konsti Schmid. Platz 2. Die fliegenden Fotografen. Einfach immer wieder erstaunlich, dass so viele Skispringerinnen und Skispringer die Finger von einem Fotoapparat oder zumindest dem Smartphone nicht lassen können. Selbst jede Youngster möchte schon zum Starfotografen aufsteigen. Bestes Beispiel ist doch Max Goller vom SC Partenkirchen. Lässt man den frisch gebackenen 18-Jährigen nur mal einen Moment aus den Augen, ja, dann geht das Geknipse und Gesnappe los. Und zwar immer nach demselben Prinzip. Passt schon, ich bin ich und die Burben machen's schon. Dann lässt der gute Max einfach den Konsti Schmid im Bierzelt singen und macht einen auf spätpubertären Poser. Aber Spaß beiseite, denn auf Brettern hat der schicke Bayern-Bursche durchaus Talent. Und gelegentlich bekommt der Goller-Max dann auch das ein oder andere richtig gute Foto hin. Zumindest, wenn er die schönen Seiten des Freistaates Bayern in ein angemessenes Licht rücken darf. Doch für alle Fortgeschrittenen geht es von Bayern nach Österreich. Und ganz vorne mit dabei Rekordsieger Gregor Schlierenzauer und Elias #ToLTolli Tollinger. Gerade den Elias sehe ich ja nur noch mit der Kamera und auf richtig stylischen Bildern. Ich sag's ja immer, irgendwie ist der 23-Jährige vom SV Innsbruck Bergisel mit dem deutschen Top-Speerwerfer Thomas Röhler verwandt. Der kann auch die Finger von der Kamera einfach nicht lassen. Doch liebe ÖSV-Adler, was soll das jetzt eigentlich? Ihr habt doch im anstehenden Winter eine Heim-WM vor der Brust. Da kann Austrias Next Topmodel für Männer doch noch etwas warten. Außer ihr wollt unserer Nummer 1 in diesem Sommer die bestmögliche Bühne geben. Platz 1! Hurra! Die Damen haben Aufwind! Endlich! Das Damenskispringen hat in diesem Jahr wichtige Schritte in Richtung Gleichberechtigung gemacht. Und endlich bekommen die Mädels für ihre Leistungen auch mehr Anerkennung, dürfen zum Beispiel mehr Wettbewerbe bestreiten und sich besser entfalten. Warum eigentlich nicht schon früher? Okay, wahrscheinlich liegt es an den kleinen Macken und Nebeneffekten der Mädels. Denn in Zukunft muss sich auch die Männerwelt an Interviews gewöhnen, die einfach eine Oktave höher stattfinden. Hier mal ein Paradebeispiel. Also es läuft ganz gut. Wir hatten ja vor 2 Wochen ja schon deutsche Meisterschaften. Die waren für mich ganz erfolgreich mit 2x Gold. Und jetzt heißt es halt, die guten Sprünge so in den Sommer Grand Prix zu bringen. Und ich werde den kompletten Sommer Grand Prix durchfahren und freue mich da natürlich drauf. Wobei gerade die DSV-Mädels sorgen noch endlich wieder für frischen Wind. Bei den Jungs hörte sich das in der vergangenen Zeit eher so an. Meine Gre- Was kann da noch kommen? I just wanna say thanks for your words. I just wanna say hey, thanks for your support. I will do everything to come back again as soon as I can. Oh je, doch nun hat das Sachsen-Englisch endlich ein Ende. Nix mit Support, jetzt wird wieder gebettelt. Ich möchte dies nur exemplarisch mit einem Instagram-Post einer Weltcup-Starterin, nämlich Pauline Hessler, demonstrieren. Die gute Pauline vom WSV 08 Lauscher hat auch wieder kleine Lars, im Herbst einfach mal kalt. Prompt folgt die Antwort von Akko Anna aus Baden-Württemberg. Es hat 20 Grad, du Larry.
Larry ist übrigens die Schnecke aus der Serie SpongeBob Schwammkopf. Ob das jetzt ein Kompliment ist, bleibt das Geheimnis von Anna Ruprecht. Pauline kontert. @Anna Ruprecht. Bei dir vielleicht, aber hier nicht. Spätestens jetzt würden die Jungs ihre Mäntel hinhalten. Doch Anna Ruprecht löst das Problem ganz anders. @Pauline.Hessler. Im Osten halt. Ich sag nur #dis. Und die Antwort folgt von der SG Nickelhütte Aue in Person von Henriette Kraus. @Anna Ruprecht. Maul. Zum Glück konnte ich die Situation mit meiner ganzen Lebenserfahrung einigermaßen in den Griff bekommen. Doch eins zeigt sich mal wieder, denn der geniale Pop- und Jazzmusiker Roger Cicero hatte einfach recht. Frauen regieren die Welt. Und demnächst auch den Skisprungzirkus. LHW ist wieder Mikro und wir bringen uns weiter in Countdown-Stimmung. Die neue Saison steht in den Startlöchern und auch auf den folgenden Skispringer freuen wir uns doch alle. Denn die Rede ist nämlich von Karl Geiger, der spätestens seit den Olympischen Spielen 2018 in aller Munde ist. Da lohnt es sich doch einmal genauer auf den 25-Jährigen vom SC Oberstdorf zu schauen. Und natürlich habe ich das gemacht. Jetzt zu hören beim Skisprung-Radiosender LHW. Im Fokus. Beim Sommer-Grand Prix-Finale im vogtländischen Klingenthal musste man schon ganz genau hinsehen, um ihn wiederzuerkennen. Es ist Karl Geiger und der 25-Jährige vom SC Oberstdorf trägt nun so einen Helm in Rosa. Und zwar von Manna. Das hat sich eigentlich im Frühjahr so entwickelt und es hat ganz gut gepasst. Es ging dann auch mit Fissmann, es ging harmonisch auseinander und jetzt hab ich einfach entschieden, ein bisschen einen neuen Weg einzuschlagen und mich vielleicht auch nochmal zu verändern und deshalb, ja, habe ich jetzt einen neuen Sponsor. Aber so ein neuer Helm macht doch keinen neuen Skispringer. Letztendlich ist Karl Geiger immer noch der Alte. Seit 2012 ist der Oberstdorfer nun im Weltcup-Geschehen mit dabei. Doch der Anfang war nicht ganz leicht. Geiger musste sich erst etablieren, neu dazulernen und sich finden. Peu à peu hat sich der Allgäuer dabei gesteigert und vor allem in den vergangenen beiden Saisons den Sprung in die erweiterte Weltspitze geschafft. Und spätestens seit seiner Silbermedaille im südkoreanischen Pyeongchang ist er der breiten Öffentlichkeit bekannt. Doch abheben möchte Karl Geiger lieber nur in der Luft. Es war eigentlich relativ normal, klar, man hat immer mal ein paar Ehrungen gehabt, die sehr, sehr, sehr schön waren und auch wirklich was Besonderes und so ein paar Termine. Aber ansonsten, man hat sich dann auch ziemlich bald wieder aufs Training fokussiert und den normalen Alltag aufgenommen und von dem her, ich bin sehr zufrieden. Auch als Träger des silbernen Lorbeerblattes macht der Mann vom Skizollteam kontinuierlich weiter. Und in diesem Sommer konnte er sogar seine ersten Einzelsiege feiern, gleich zweimal im rumänischen Rasnov. Gibt's da etwa ein Geheimnis, das wir kennen sollten? Gibt kein Geheimnis. Also ich habe einfach meine Sprünge gemacht, habe mich gut vorbereitet, so wie sonst auch immer. Und dieses Mal ist halt eben nochmal das Quäntchen der kleine Schritt weiter nach vorne gegangen. Und was genau ich anders gemacht habe, kann ich nicht sagen. Es lief einfach besser. Okay, wir halten fest. Trotz der jüngsten Erfolge hat sich Karl Geiger nicht verändert und ist noch so geblieben, wie er vorher war. Er nimmt sich Zeit für die Menschen an der Schanze und tritt nach wie vor extrem sympathisch auf. Und noch etwas zeichnet ihn aus. Es ist die Verbundenheit zu seiner Heimat, die er auch in Zukunft nicht so schnell verlassen möchte. Ich wohne immer noch in Oberstdorf, bin mega happy da und freue mich immer wieder, wenn ich heimkomme. Tja, das wird die Allgäuer doch freuen. Und Geiger möchte an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen, sie im Idealfall sogar überbieten. Die Fähigkeiten hat er auf alle Fälle. Und auf den Rückhalt aus seiner Heimatregion kann er sich garantiert verlassen. Lars-Henrik Wacker ist wieder vor euch am Mikrofon und wir machen weiter mit einem ganz speziellen Springer, den ich zuletzt in Klingenthal im Interview hatte. Gemeint ist natürlich Markus Eisenbichler. Und ich finde, die Vita von Markus ist durchaus sehr beeindruckend. Seit 2011 ist der 27-Jährige nun im Weltcup dabei und ähnlich wie Karl Geiger hat auch er etwas Anlauf gebraucht. Beim Siegsdorfer kam 2012 noch ein Horrorsturz hinzu, der ja fast sein Karriereende bedeutete. Doch dieses Schreckenserlebnis hat Eisenbichler ja geprägt, sowohl menschlich als auch in seiner sportlichen Leistung. Und gerade in den vergangenen beiden Jahren hat Eisenbichler noch einen großen Schub gemacht. Er hat nämlich den Sprung in die Top 10 der Gesamtwertung geschafft und bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Lahti 2017 die größten Erfolge seiner Karriere gefeiert, nämlich mit Bronze im Einzel und dem Mixed Gold.
In der Saison 2017-2018 wollte Eisenbichler dann noch einmal einen drauflegen, doch gerade beim Saisonhöhepunkt in Südkorea passt es einfach nicht. Ja, sodass im Teamspringen nur die Rolle des fünften Mannes blieb, obwohl ihn ja alle Experten noch Wochen vor dem Großevent im Team gesehen haben. So holte dann das Quartett um Geiger, Laie, Freitag und Wellinger die Silbermedaille und Markus Eisenbichler blieb nur die Zuschauerrolle. Doch er hat es meiner Meinung nach beeindruckend weggesteckt und das nicht nur beim Schuhplattler. Ich glaube, das haben wir dann in Lahti ganz gut gesehen, dass ich da ziemlich gut umgegangen bin. Und ich glaube auch bei den Feiern, da war ich dabei, ich habe das Team unterstützt. Bin da einfach ein Teamplayer, das muss man dann einfach mal runterschlucken. Natürlich ist man Einzelsportler irgendwo und will auch das Beste haben, aber wenn der Trainer so entscheidet, dann entscheidet er so und dann muss man damit klarkommen. Ich glaube, wenn man das realisiert, dass es jetzt so ist, wie es ist, dann kommt man da ganz gut klar damit. Und in Lahti habe ich dann gezeigt, dass ich es eigentlich drauf habe und ich bin auch nicht traurig, dass ich das jetzt da nicht geschafft habe, bisher eine olympische Medaille zu haben. War eh noch nie ein Kindheitstraum von mir, olympische Medaille. Natürlich wäre es schön, aber ich habe andere Ziele wie Gesamtweltcup, Skiflug-Weltmeister. Das sind eigentlich meine Dinge, die wo ich immer erreichen wollte. Und ich hoffe auch, dass ich dieses Jahr vielleicht mal einen Weltcup-Sieg machen kann. Letztes Jahr war ich nah dran. Und ja, ich versuche einfach, wo meine Grenzen sind, wo mein Optimum ist. Und wenn es so sein sollte, dass so ist, wie es jetzt der Stand ist, bin ich auch nicht unzufrieden. Ich habe auch viele Dinge erreicht, was ich noch nie für möglich erachtet habe. Mit WM Lahti und so. Und dass ich mal in der Weltspitze unterwegs bin, ich bin da schon sehr dankbar und bin da eher ein bisschen auf dem Boden geblieben. Dankbar ist Markus Eisenbichler auch für seine Zeit bei der Bundespolizei, denn in diesem Sommer hat der Flugspezialist vom TSV Siegsdorf ja seine letzten Prüfungen absolviert. Ja, ich habe halt meine Prüfungen abgeschlossen, also zur Ausbildung zum Polizeimeister. Habe das, sage ich, für meine Verhältnisse eigentlich ziemlich gut rübergebracht. Habe so einen mittelmäßigen Schnitt gehabt mit einer 3+, bin hier rausgegangen. War für mich okay. Gut trainieren können in der Bundespolizei und bin auch glücklich, dass ich das gemacht habe. Werde es nicht bereuen und wahrscheinlich wird es mir vielleicht nächstes sogar ein bisschen abgehen, das Lernen und der strukturierte Ablauf von einem Tag. Da ist man dann schon durchgetaktet und hat mir sehr viel Spaß gemacht die letzten 4 Jahre und ich bin auch sehr dankbar der Bundespolizei, dass ich das machen habe dürfen und dass sie mich da so unterstützt haben und hat meiner sportlichen Leistung bisher auch nicht geschmälert. Ich finde, geschadet hat es ihm definitiv nicht. Und noch etwas ist mir aufgefallen. Er wirkt momentan so gelassen wie eh und je. Ja, fast wie ausgewechselt. Ich bin ganz normal dabei in der A-Mannschaft, spring da so rum und mir macht es immer nur Spaß und ja, mal schauen, wie lange ich noch machen werde und dieses Jahr bin ich extrem motiviert und mir macht schon so Spaß wie schon lange nicht mehr und bin ein bisschen ruhiger geworden und freue mich einfach auf die Wintersaison, wenn es ein bisschen kälter wird. Mich lässt einfach das Gefühl nicht los, dass es der Siegsdorfer im neuen Winter noch einmal so richtig wissen will. Das kommt an. Übrigens auch bei Bundestrainer Werner Schuster. Er war jetzt in der Vorbereitung eigentlich unser stabilster, also und bester im Training. Also egal wo wir waren, er war sehr stabil. Und ich denke mir, er ist sehr hungrig auch. Wie gesagt, er hat das Olympia, die Enttäuschung vom Mannschaftsspringen echt super weggesteckt. Das hat er gleich in Lahti dann gezeigt. Aber er hat auch sonst im Team spielt eine extrem gute Rolle, sehr konstruktiv. Und ich habe das Gefühl, er hat noch was vor. Und er wird an gewissen Tagen wird er speziell sein Flug können zeigen und wird glaube ich, alles geben, vielleicht auch mal einen Weltcup zu gewinnen. Ich denke, er wird eine Fixgröße im Weltcup-Team sein. Markus Eisenbichler hat definitiv das Potenzial, um nach den Top-Rängen zu greifen. Und ja, so hat er auch im Herbst seine Ziele formuliert. Für nächste Saison will ich im Endeffekt wieder Top 10 erreichen im Gesamtweltcup. Natürlich im Weltcup-Sieg, WM steht vor der Tür, will ich dabei sein. Mal ob es Medaillen werden oder nicht, soweit will ich gar nicht denken. Ich will einfach so gut Skispringen, wie geht. Ich will einfach mein Maximum rausfinden, wo ich einfach mal umgehen kann und will auch mal was gewinnen und mal so einen Weltcup gewinnen oder so einen Skiflugtag mal gewinnen. Das wäre ein Ziel für mich für nächstes Jahr und ja, so viel gute Sprünge wie möglich und mit einer guten Landung. Die ersten guten Flüge und auch Landungen kann er nun zum Auftakt im polnischen Wisla zeigen. Und ich bin mir sicher, dass die ganze Skijumping-Family dem Markus die Daumen drückt. Doch bis der gute Eisei wieder in die Lüfte geht, machen wir hier weiter in der Countdown-Show zur neuen Saison. Geile Mucke, die einfach zum Sportmachen animiert. Das gibt's nur bei eurem Skisprung-Radiosender, nämlich LHW. Einfach klasse, dieser Markus Eisenbichler.
Der Siegsdorfer hat dem Winter 2018-2019 einen dicken Stempel aufgesetzt. Und das nicht nur durch seine Titel bei der Ski-WM in Seefeld. Und ganz ehrlich, dem Eisei traue ich mittlerweile alles zu. Der würde wohl auch bei einer Skibock-Weltmeisterschaft im sächsischen Bischofswerda gut abschneiden. Diese sonderbare WM findet im Zuge der Skibocker Tage statt, einem beliebten Volksfest in der Oberlausitz. Ob Bundestrainer Stefan Horngacher nun Angst haben muss, dass der Markus den heimischen Schubkarren auspackt und sich einen DSV-Kollegen schnappt? Wohl eher nicht, denn ich habe für Eisei, Kalle und Co. noch einen viel besseren Tipp, der gerade im Sommer richtig Spaß macht und mir 2018 zum ersten Mal in Hoyerswerda aufgefallen ist. Eine wirklich coole Sache ist dieses Beachhandball und das passt genau zu unseren Jungs. Hört also mal rein. Der ursprünglich aus Brasilien stammende Strandsport ähnelt von der Grundlogik her dem Hallenhandball, doch es gibt auch einige Unterschiede. So ist das Sandspielfeld kleiner, mit besonderen Linien und einem aufblasbaren Tor. Insgesamt spielen in jeder Mannschaft 3 Feldspieler und ein Torwart. Nach jedem Angriff wird der Schlussmann gewechselt. Erzielt der Goalie ein Tor, zählt dies doppelt. Ebenso gilt die Regel bei Toren mit Trickwürfen, wie dem Camber-Trick oder auch Pirouetten. Geprellt wird während der 2x10 Minuten nicht, dafür zählt aber jede Halbzeit separat. Steht es nach beiden Halbzeiten unentschieden, so entscheidet ein Shootout über den Sieger der Partie. Beachhandball ist durchaus sehr anstrengend, doch auch mit viel Spaß verbunden und damit ein Sporttipp für den Sommer. LHW ist nochmal am Mikrofon. Und wir haben es endlich geschafft. Die neue Saison kann losgehen. Ich wünsche allen Fans und Freunden des Sports einen tollen Winter 2018-2019. Meinen Kollegen wünsche ich ein gutes Händchen bei der Berichterstattung. Doch am wichtigsten ist mir einfach, dass unsere fliegenden Jungs und Mädels tolle und vor allem sichere Flüge zeigen. Ohne unsere Ausnahmekönner würde es das Skispringen nicht geben. Also lasst uns die neue Saison endlich eröffnen, sodass uns alle bis nach Whistler hören können. Und zwar mit einem ganz lauten Ziel!